Herzlich willkommen beim Videotutorial zu GeoGebra. In diesem ersten Tutorial möchte ich Ihnen GeoGebra nur ganz kurz vorstellen und vor allem zeigen, wie Sie GeoGebra installieren können. Um an GeoGebra zu kommen, rate ich Ihnen am besten auf die Homepage zu gehen, also www.geogebra.org. Auf der Startseite finden Sie dann einen Knopf mit dem Aufdruck Download. Sie können entweder hier draufklicken oder rechts oben und kommen in beiden Fällen auf die gleiche Seite, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, GeoGebra zu installieren. Ich würde Ihnen raten, nutzen Sie WebStart. WebStart ist eine Java-Funktion, mit der ich mit einem Klick ein Programm installieren kann. Das Interessante dieser WebStart-Funktion ist noch, dass, wenn Sie wieder beim nächsten Mal GeoGebra starten, automatisch getestet wird, ob es eine neue GeoGebra-Version gibt. Ist das der Fall, bekommen die das mitgeteilt und können es gleich neu installieren. WebStart funktioniert aber auch, wenn Sie nicht online sind. Nutzen wir WebStart also und installieren uns GeoGebra. Es geht um eine Datei, die heruntergeladen werden soll. Diese Endung JNLP ist eine Datei, die WebStart-Programme installieren kann. Wir öffnen sie mit Java WebStart. Bei Ihnen wird es noch installiert werden müssen, aber egal ob installiert oder noch nicht, nach kurzer Zeit des Downloads startet GeoGebra und Sie bekommen die Oberfläche. Zunächst mal ein kurzer Überblick über die Bestandteile. Ich habe hier die zwei großen Flächen, einmal die Zeichenfläche und das sogenannte Algebra-Fenster. Da unten ist der Eingabebereich, wo ich bestimmte Dinge eintippen kann und am wichtigsten für den Anfang die Werkzeugleiste. Das war es eigentlich schon mit dem Überblick. Sie sollen nun als nächstes mal selber etwas probieren und GeoGebra etwas auf eigener Faust kennenlernen. Probieren Sie auch die Werkzeuge, indem Sie etwas hier drin zeichnen, zum Beispiel ein Gerade, und beachten Sie, was nebenbei im Algebra-Fenster passiert. Wenn Sie der Meinung sind, dass das zu wenig Werkzeuge sind, keine Angst, es gibt noch wesentlich mehr. Gehen Sie einfach mal auf einen Werkzeugknopf über dieses kleine Dreieck, klicken drauf und dann sehen Sie, dass sich eine sogenannte Werkzeugbox öffnet. In der Werkzeugbox sind verschiedene Befehle zusammengefasst, die Sie auswählen können, um damit etwas zeichnen zu können. Nutzen Sie jetzt GeoGebra und die Zeichenwerkzeuge und probieren Sie ein wenig aus. Viel Spaß!